Hey, heute kam ein Paket von uns an und nein, es ist nicht von Flights Camera Action. Es war ein Spielzeugschütter und hier, mal gucken, was gekommen ist. Ich weiß natürlich, aber ihr nicht. Obwohl, vielleicht doch. Vielleicht durch den Titel, hast du keine Ahnung. Und nein, auch was habe ich schon. Und das habe ich schon hart drüben bekommen mit zwei Händen. Also, war echt so tricky, ey. So. Komm her. Es ist Toralei. Gutelei. Oh, so geil. Ist der Schalter? Kann ich ihn betätigen? Hey. Das wird mein neuer Klingelton. Oh, geil. Ist auch auf Deutsch? Ja. Monster Spaß Alive. Hier ist dann der Schalter. Oh je, sau geil. Ja, und jetzt hören auch schon sofort die Review dazu. Und bis gleich. Hey. Hey. Und so sieht's jetzt ausgepackt aus. Toralei. Ja. Hier ist die Verpackung. War wieder so eine XXL-Box. XXL. Hier sind die Löcher, damit man auch das Miau hört. Ja. Hier ist ein Toralei. So schwarz-weiß und bunt irgendwie zusammen. Schwarz-weiß und bunt. Ja. Also farbig. Und Dann ist hier, da noch ja. Juice. Dann sieht man so, was er in der Art macht. Also die Schlangen bewegen sich. Der tut die Brille hoch, die Augen leuchten auch. Dann ist da drunter Toralei. Ja. Das sieht man nicht so, ne? Nee. Eigentlich. Aber es fehlt Rebecca, weil die kommt irgendwie auch noch raus. Naja. Ja. Hinten ist dann Toralei drauf. So, neu. Und Toralei aus der Serie. Ja, und dann ist hier das Loch für diesen Hebel. Ja. Da ist irgendwie was gerade. Okay. Ja. Und das war es eigentlich schon dann verpacken. Okay, Ja. man sieht lieber noch den Schwanz. Schwanz. Und hier ist Toralei. Ja. Ihre Ohrringe hier sind festgemacht, also die runden. Die anderen kann man rausmachen. Nö. Ja, allgemein bei der Serie ist irgendwie alles fest. Ja, die sind steifer gemacht. Ja. Die Haare sind normal eingegelt. Aber bei uns sieht es jetzt nicht so gut aus. Gut Nicht gemacht. hier vorne. Ja, gut gemacht, Ja, echt gut gemacht. das gehen wir noch runter. Man kann ja alles schön machen. Dann hat sie das von der Basic das Halstuch an. Ja. Ja. Hier Ja, jetzt sieht man es. Und von der Basic das Oberteil. Ja. Die Also sieht Gürtel. allgemein so aus wie die Basic Ja, fast. fast, ja. Der Gürtel auch von der Basic, nur in komplett Gold. Gold. Und sie hat normal so eine Leggings an. Aber das hat sie jetzt als Rock. Ein Kurzrock. Mit diesem offenen hier an der Seite. Ja. Dann hier ihre ganz normalen Streifen am Bein. Und Streifen. die Schuhe von der ganz normalen Basic, nur in komplett Rot. Alles nur komplett jetzt in Farben. Ja. Und der Totenkopfständer von Monster High. Ja. Ja. Viele meckern da drum, aber ich finde, der hält ganz gut. Ja. Ihr Schwanz ist auch anders da gemacht. Normal ist der ja so. So sieht der aber viel besser aus. Ja, so viel natürlicher irgendwie, ne? Ja. Und hier ist der magische Hebel. Oh Gott, man sieht schon, guck. Diese Hand. Hier. Da. An die Rahne habt ihr übrigens den normalen aufgemalten Handschuh. Ja. So eine Wolfskralle. Und jetzt gucken wir die Funktionen an. Wo ist Abel da? Die Augen sind so krass. Also ihr seht die Augen leuchten. Die Hand geht hoch. Und der Schwanz bewegt sich. Nochmal. Und hier seht es jetzt mal im Dunkeln. Ja, und jetzt habt ihr sie im dunklen und hellen Zustand gesehen. Ich finde es sau cool, die Augen leuchten so schön. Ja. Grün. Grün. Und wir haben sie bekommen von Spielzeug-Schütte. Yay. Oh, ich habe das so vermisst. Ja, die gibt ja bis jetzt in Deutschland noch nicht zu kaufen. Bis jetzt nur in Amerika. Und ihr müsst gucken, bei Spielzeugschütte im Online-Shop. Der Link, wie immer in der Unten. Beschreibung. Ja. Da könnt ihr drauflegen, die euch kaufen. Deals gibt es auch. Alles Neues gibt es eigentlich, die Scam-Mester gibt es. Einfach mal die ganze Seite durchgucken, ihr werdet zu 100% was finden.
Ihr könnt auch bei Ever After Eye gucken, bei Barbie, bei allen möglichen. Ja, Ihr werdet bestimmt was finden. Also Link in der Beschreibung. Da gibt es übrigens auch 13 Wünsche Abby, ne, für 17,99 €. Nur mal so als Tipp. Besser als im Laden 35. Also, und das war schon wieder eine Review. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.